Hallo Leute, ja, wir sind auf dem Weg zum Argon. Da müssen wir nach Velsana oder so ähnlich und Glazio. Glazio waren wir ja, glaube ich, schon. Das bedeutet, wir müssen also schauen, dass wir dort das Argon bekommen. Wenn wir das Argon haben, können wir definitiv, ja, ich glaube, Eisen mit Argon verbinden. War das im Chemielabor? Kann das sein? Weiß ich nicht. Können wir mal gerade schauen. Gibt es das hier? Wenn wir das da dann machen, dann müssten wir da eigentlich den Stahl rauskriegen, ne, oder? Wir werden es gerade sehen. Eisen, Argon und Kohlenstoff. Kohlenstoff fehlt auch noch, aber das ist ja hier auch vorhanden. Das heißt, Eisen, Argon und Kohlenstoff sind unsere drei Sachen. Eisen wüsste ich jetzt gerade nicht, ob wir es hier haben. Gucken wir gleich nach dem Logo, ob wir hier irgendwo Eisen haben und dann schauen wir weiter. Ja. Zink haben wir hier. Mittelgroßes Lager haben wir hier. Na, ist klar. Hallo? Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir hier Eisen haben. Ich glaube, Eisen haben wir ja noch gar nicht, ne? Wenn, dann müsste es wahrscheinlich so braun sein wie dieses hier. Wolfram. Ah, nee, da ist Eisen. Ist da noch mehr Eisen? Ja, da ist noch mehr Eisen. Da haben wir noch mal zweimal Eisen, das heißt dreimal Eisen. Können wir das da hinten schon irgendwie dran machen? Was brauchen wir denn da? Ein Eisen, ja. Und das andere ist ein Kohlenstoff hier oben, oder? Ja. Der hier unten liegt. Das heißt, hier unten muss jetzt noch irgendwo. Ne, da rechts muss Argon rein, ne? Ja, da müssen wir jetzt noch Argon haben. Gut, da hätten wir noch mal was. Und dann haben wir den Stahl. Jetzt ist nur die Frage, wie viel brauchen wir davon? Ne, das war nicht da. Das war beim kleinen Drucker, wo wir gucken müssen. Ein, okay, das sollten wir hinkriegen. Jetzt müssen wir nach Glazio. Schwefel haben wir hier genug. Es wäre nur schön, dass wir ein Lager mitnehmen würden, oder? Haben wir hier irgendwo ein leeres Lager? Ich glaube nicht, ne? Das ist schon wieder schwierig. Doch, da hinten steht eins. Du, 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 du. Steckst da oben mal gerade in die Rakete. Haben wir da ein Triebwerk drunter? Ich glaube nicht, ne? Ne, da ist keins drunter. Das heißt, wir müssten jetzt erst hier noch eins fabrizieren, ne? Aluminium, Ammonium. Aluminium ist da. Ammonium. Sehe ich jetzt gerade hier nicht, ne? War das nicht hier hinten? Nein, ist nicht mehr. Das war Quarz, das in Gelb brauchen wir, ne? Haben wir letztens hier noch geholt, oder? Haben wir das alles aufgebraucht? Sieht wohl so aus, oder? Ich sehe kein Ammonium. Wo ist denn der Schredder eigentlich? Aber der funktioniert da auch irgendwie nicht. Haben wir auch nicht rausgekriegt, wie das geht, ne? Handelsplattform, also muss da rein. Schrott. Aber ich habe keinen Schrott jetzt hier. Schrott müssen wir ja schreddern. Und Schredder. Müsste man einen großen Schredder haben. Können wir den hier auswählen eigentlich? Aber warte, da ist der extra großer Schredder. Exoship, Wolfram, Karbid und Stahl. Okay, hat sich erledigt. Stahl brauchen wir schon woanders für. Ja, das ist auch Quarz hier, ne? Ja. Das heißt, wir haben hier kein Ammonium. Das heißt, wir müssten losfahren und welches holen. Und das war, wo war das? Ich glaube, da hinten vielleicht, ne? Ich glaube, da hinten war Ammonium, kann das sein? Oh oh. War das da hinten? Ja, das mit dem Fahren klappt ja heute auch besonders gut, ne?
Da war Harz und ich glaube, dahinter war Ammonium. Bin mir aber nicht 100% sicher. Aber ne, das war was anderes. Dann haben wir, glaube ich, nur ein Ammonium mitgenommen, ne? Und den Lehm haben wir ja liegen lassen, weiß ich noch. Oder? Ne, das war Harz. War das wirklich alles? Ne, da ist Ammonium. Ich wollte es gerade sagen, das war doch nicht alles hier. Jetzt haben wir noch nicht mal Licht, ey. So habe ich hier kein Licht. Warum ist mein Akku leer? Warum wird er nicht aufgefüllt? Wo habe ich dieses Teil gelassen? Unser Rucksack ist wieder mal wie immer voll, ne? Lass den mal gerade leer machen erst. Geländewerkzeug, Erweiterung, Ausrichtungsmodus, Verbindungen. Schmeißt die mal hier drauf, ist sowieso nur einer. Kupfer kann auch hier drauf. Exoship machen wir auch da drauf. Weiß nicht, warum ich den hier noch drin habe. Und dieser Ausrichtungsmodus, ja, der bringt mir jetzt gerade auch nichts, ne? Das Dynamit kannst du auch hier drauf packen. Vielleicht kriegen wir ja mal irgendwo so eine Kiste nochmal hier angezeigt, dass wir die nutzen können, ne? Leider haben wir hier keinen Strom. Wo ist denn hier das Ammonium, bitteschön? Hier ist überall, da ist nur Ammonium wohl. Da komme ich aber nicht hin. Ist hier noch Ammonium? Da ist Harz. Hier muss irgendwo Ammonium sein. Ja, hat gut geklappt. Das ist schlecht. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Wo ist jetzt unser Wagen? Der muss da stehen, gut. Das heißt, wir müssen jetzt gerade mal schauen, dass wir hier irgendwie so eine Schräge hinkriegen, da hoch, ne? Okay, hier kriegen wir erstmal Sauerstoff, das ist schon mal gut. Wie kriege ich denn jetzt hier eine Schräge hin, dass ich hochkomme? Vielleicht sollen wir das Ammonium hier gerade abbauen. Da ist Harz, da muss noch Ammonium sein. So, da ist Grünzeug.
Der eine Lufttank ist jetzt gleich leer. Lass uns den gerade auffüllen. Da müssen wir noch gucken, wo noch was ist. Ich glaube, das war schon, oder? Ne, da war gerade noch, glaube ich, ein Punkt, oder? Das ist schon hart. Ja, ich glaube, das war es hier wohl, oder? Kann das sein? Und lass uns umschalten und machen wir gerade hier eine Schräge hoch, dann müssen wir ja rauskommen, oder? Auto ist da. Das heißt, mach das Loch mal hier wieder zu, damit wir da nicht reinfallen. Genauso wie dieses müssten wir mal zumachen, oder? Tja, eigentlich ist das jetzt hier erledigt, ne? Jetzt fällt da ein Baum um, ne? Ja, das war's dann erstmal, ne? Und so, wenn ich drauf sitze, dann sehe ich nicht, was ich im Rucksack habe, oder wie ist das? Ja. Lass uns das gerade sowieso hier mal draufpacken, dann vergessen wir das nicht zu entladen nächstes Mal, ne? Ja, auch noch die Frage, wo wir hier noch was anderes finden. Hier ist Gemisch, aber das brauchen wir gerade nicht. Ist hier irgendwo was? Ne, da ist so ein Riss in der Erde, da kommen wir sowieso nicht weiter. Ups, bloß nicht runterfallen, das wäre fatal. Da ist Wachs, Wachsharz. Geht's runter, aber da sehe ich nichts Besonderes. Da ist Gemisch, was ist da noch? Da waren glaube ich noch so Teile und das da oben, was ist das? Warte mal. Das Harz, ne? Ja, das Harz. Hier waren so Verbinder, habe ich glaube gerade gesehen, meine ich. Vielleicht können wir die mal aufheben. Verlassener Rucksack. Seltsamer Gegenstand ist da auch noch drin, den nehmen wir noch mit. Forschungsprobe können wir auch noch mitnehmen. Was ist das? Ein Arbeitslicht nehmen wir auch noch mit. Können wir den weglassen? Kriege ich die irgendwie aufgehoben, ohne dass ich die einzeln aufheben muss? Ich will die nicht benutzen. Aha, so habe ich es gekriegt. Aber ich kann es nicht aufheben, oder was? Ich kann die nur benutzen. Das ist ja komisch. Ich würde gerne die ganze Platte nehmen, aber das ist wohl nicht
Machbar. Ne, geht nicht. Dann machen wir das nicht. Dann fahren wir wieder in die Basis. Ja, können wir hier aufsteigen, ne? Nehmen wir das mal mit. Schmeißen es da gerade auf den Drucker und dann sollte der es ja funktionieren, ne? Ja, der macht es nicht mehr, kein Automatismus dran, ne? Schade. Macht er jetzt nicht? So, jetzt macht das. So, jetzt lass uns aber gerade hier noch wieder was runternehmen, was wir noch brauchen könnten. Rucksack ist voll, auch gut, ne? Arbeitslicht schmeißt da auf den Anhänger drauf. Verbindung brauche ich jetzt auch nicht, die eine. Da ist noch Kupfer dran, ne? Komm, das kann auch runter. Forschungsprobe, ja, lass die drin, die können wir gleich woanders hinpacken. Stromverlängerung können hier hin. Nehmen wir gerade den Sprengstoff runter, weil den wollen wir wieder mitnehmen. Seltsamer Gegenstand. Kann man benutzen. Dann ist der Himmel so, ne? Ich habe auch keine Ahnung, wofür es gut ist. Organische Ressource können wir hier vorne gleich dran machen. Oh. Ausgeschaltet. So, das ist alles, was wir brauchen. Die Forschungsprobe will ich woanders hinsetzen. Ammonium haben wir schon genutzt. Exoship, den nehmen wir mal lieber mit. Ausrichtungsmodus hatten wir ja auch dran, ne? Leben ist okay hier. Das bleibt dann erstmal alles so. So, die Düse müsste fertig sein. Ups. So, Düse ist dran, ne? Lager ist drinne. Glacio, wir kommen, oder wie war das? Aber was ich noch gucken wollte, war, was brauchen wir, um diesen Luftkondensator, wie das Ding auch immer heißt, zu machen? Ich glaube, das musste man hier machen, oder? Atmosphärenkondensator. Kunststoff, Glas und Eisen. Kunststoff, Glas und Eisen. Also Eisen haben wir ja hier. Das heißt, das muss mit in die Rakete. Glas müssten wir eigentlich auch hier haben. Da ist Glas. Jetzt fehlt uns dann nur noch Kunststoff. Ne? Ist die Frage, ob wir den je produziert haben hier, weil der war hier zu machen. Ne? Das ist Kohlenstoff, Kohlenstoff. Da ist das Eisen. Nimm mal runter die beiden Sachen, bevor die hier wieder runterstürzen, weil ich muss da mal reingucken. Da ist Kunststoff. Kohlenstoff und Gemisch braucht man dafür, okay. Machen wir nochmal Gemisch. Er liegt hier bestimmt nirgendwo rum, ne? Doch da. Jetzt machen wir den gerade, oder? Ja. Dann nehmen wir den Kunststoff noch mit. Und dann können wir den da bauen. Aber dafür müssen wir wieder einen Drucker bauen. Wird schwierig. Aber da müssten wir ja irgendwie sowas haben.
Naja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.